Einer der bekanntesten Giebelspots ist hier am Ladogasee, direkt hinter der Bootsvermietung. Und da soll es mal wieder richtig abgehen. Hier vorne ist auch schon eine Schnur locker, jawohl. Zack, na guck, und da ist auch schon irgendetwas dran. Ich habe gerade eben noch meine restlichen Fische verkauft vom Nordmeer und habe mir gedacht, komm, teste doch mal den guten alten Giebelspot. Ei, 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 was ist denn da jetzt dran? Ich wollte schon sagen, mit diesen Ködern muss man allerdings auch aufpassen. Hier können bestimmt auch Schuppenkarpfen reingehen. Relativ selten hier, aber kann passieren. Ich bin ziemlich fein hier reingegangen, also wirklich mit einem relativ feinen Setup. Gehen wir gleich im Detail drauf ein. Vielleicht ist es auch schon direkt ein großer Giebel. Das wäre natürlich der Hammer. Wow. Hat schon direkt Bock. Ich glaube, das ist direkt ein... Ich glaube, das ist direkt ein großer Giebel. Ich bin gar nicht so gierig auf Super Trophy und Co. Habe ich schon lange, lange abgeschlossen. Guck dir das mal an, Alter. Was ein gewaltiger Giebel. Muss ich sogar keschern. Mia! Geht natürlich direkt los. Erster Fisch, Giebel, Trophy, ohne Futtermische, ohne alles. Oh, nicht so ganz weit auswerfen, so. Denn es sind ja nur so auf 10 Meter hier entspannt. Einmal da vorne, na komm, so. Einmal da vorne, so in Richtung der Blümchen im Wasser. Und ab geht es. Hier ist die Schnur auch schon locker. Ach du Schande, der hat auch schon Bock. Und langsam hochdrehen hier. Ja. Ja, kann man machen. Also, fängt auch schon gut an. Und das werde ich gleich auch noch natürlich mit Futtermische versuchen zu optimieren. Jesse Pinkman hatte es gerade oder hat es im Discord geschrieben, den Spot. Oder vielleicht einfach nochmal probiert und dann hier alles schön detailliert aufgeschrieben. Link zum Discord unterm Video. Da ist alles schön beschrieben in der Kategorie Ladogasee. Hoppala, hier war noch nicht mal der Bügel zu. Siehste. Gar noch nicht damit gerechnet. Also tatsächlich auch ohne Futtermische geht es direkt los. Sehr gut, ey. So. Komm mal ran hier. Aber vielleicht kriegen wir einfach noch dickere Brocken hin. Wenn man... Next! Das wird noch ein paar Mal so passieren. Ei, 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 ei. Das wird noch ein paar Mal. Und ohne Futtermische das Ganze. Das ist natürlich sehr angenehm. Ja, wenn dann Futtermische da ist, dann, wie gesagt, dann wird das wahrscheinlich noch ein paar Mal... Oder vielleicht sogar noch größer reinrasseln hier. Aber so kann man ja so ein bisschen Trophys jagen. Vielleicht ist auch eine Super Trophy dabei. Ich muss mal gucken. Also wenn eine Super Trophy reingeht, dann werde ich die wahrscheinlich einfach freilassen. Für die, fürs Achievement. Da gibt es ja so ein verstecktes Achievement oder so ein bekanntes. Irgendwo hier bei den Errungenschaften. Da kann man dann... irgendwo noch was abschließen, dass man da eine Super-Trophy freilässt. Also, es zuppelt schon gut los. So, jetzt gucke ich gerade noch mal eben rein in den Beitrag im Ladogasee hier am Discord. Genau, das haben wir, Futtermische. Genau, Futtermische, die gucken wir uns gleich noch mal an. Die bauen wir gleich am besten mal nach. Da bin ich gespannt, was da geht. Aber im Moment, muss ich sagen, bin ich ja jetzt schon so ganz zufrieden. Wenn ich auch ohne Futtermische, ohne jegliche Beeinflussung des Spots, wenn es dann schon gut losgeht, dann gerne mehr davon. So, und wieder raus damit. Ich werfe auch noch nicht mal so ganz präzise, sondern einfach so irgendwo raus aus dem Handgelenk. Aber es sind so ungefähr 10 Meter. Oh, auch nochmal richtig Bock. Wir gehen auch gleich nochmal im Detail auf die Sets ein. Die habe ich so ein bisschen variiert. Einserhaken überall dran. Köder sind gleich. Das ist die nächste Trophy. Ei, ei, ei. Oder? Ja, müsste doch. Jawolski. Ist ja schon bald unangenehm. Eieieiei. Das ist ja der Hammer.
So, hier habe ich gerade ein bisschen verschoben und verzuppelt. Den werfen wir nochmal aus, da vorne zu den Blumen. So. Und jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Jetzt gucken wir uns mal eben die Sets an. Also, wir haben hier vom Untergrund komplett steinfarbenen Untergrund. Steiniger Untergrund. Also da muss man natürlich drauf achten. Da hatte Jesse Pinkman ein bisschen was anderes an Bleien dran. Scheint aber wohl auch zu funktionieren. Also nicht so super essentiell. Aber wenn man noch ein bisschen vorsichtiger rangehen möchte, dann auf steinfarbend hier Kies, Steinplatte, steiniger Untergrund. Auch wenn es so ein bisschen sandig eher aussieht, aber das scheint dafür gemacht zu sein. Steinfarbenes Blei, auch das sind also diese beiden Komponenten sind wichtig. Wir sind hier mit der klassischen Haarmontage unterwegs, heißt also mit sinkenden Boilies in Steinnähe. Vorfachsmaterial, das ist ja nicht, oder die Farbe des Vorfachs ist ja nicht relevant. Deswegen nutze ich hier einmal Vorfachsmaterial und hier habe ich Fluorocarbon. Und was habe ich hier? Auch nochmal Fluoro. Also funktioniert beides. 4,4er Fluoro hier. Und hier ist es 5,4er Fluoro. Also sehr, sehr, sehr fein unterwegs hier. Dementsprechend muss man natürlich ein bisschen eher so leicht in den Drill. Aber geht man natürlich gerne, wenn man die Chance hat, auf eine Trophy. Dann bin ich hier unterwegs mit den Sahne-Pellets. 14 und mit den Boilies, also Kokossahne in 16 und natürlich den Nektar und noch gar nichts dran, keine Futtermische, kein PVA, gar nichts. Und ja, so lübt es los. Ich glaube, hier war irgendwas dran und hat ein bisschen den Spot verschoben. Ist wieder abgehauen. Wir gehen nochmal wieder da vorne hin. So. Oh, ich werfe so ein bisschen gegen die Tür. Die Tür hat eine Hitbox. So. Nicht zu nah an der Tür entlang, dann prallt es vom Nichts ab. So geht es, glaube ich, besser. Vielleicht kann man auch eher so in Richtung 12 Meter gehen. Jetzt bin ich gerade auf 10. Ich denke mal, so 10 bis 12 Meter sollte ganz gut funktionieren. So, und jetzt schauen wir nochmal eben rein in die Futtermische, die er uns da geschrieben hat. Und ich nutze die, na gut, man kann die einfach als Bällchen machen, ne? Die 10 Meter, die basteln wir mal als Bällchen. Also, gemahlenes Biskuit hat er drin. Dann hat er da Milchpulver drin. Okay. So. Milchpulver ganz normal im Supermarkt. Im Lebensmittelgeschäft. Dann sind da drin Caster. Dann gehackte Würmer. Okay. Wenn man jetzt natürlich hier nicht mit Boilies stehen möchte, einfach auch mal mit Tauwurm testen. Kann bestimmt auch funktionieren. Dann sind da Keks drin. Okay, okay. Wird ein bisschen süßlich das Ganze. Und Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl ist natürlich jetzt super neutral. Das würde ich jetzt ändern auf Kokossahne. Wir sind hier mit Kokossahne unterwegs. Und da mache ich Kokoscream. Sonnenblumenöl ist quasi eine Mische, die eine Komponente, ein Aroma, was quasi kein Aroma ist. Also das ist relativ, zählt so als neutral, wenn man mal so ein bisschen ratlos ist, was man so als Aroma nimmt oder man will vielleicht gar nicht unbedingt ein Aroma haben und dann nimmt man das einfach mit dazu. Dann ist das aber eher neutral. So, das Ganze ist Giebel La Doga und dann herstellen die Bällchen. Gucken wir mal, was da geht. Jawohl, und machen wir direkt nochmal. Ja, da haben wir dieses Milchige, das könnte doch ganz gut gehen. Und ansonsten sind diese Aromen ja auch nicht verkehrt für Giebel. Gucken wir mal eben. Giebel, 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 La Doga. Da ist es, die verwenden wir. So, und jetzt einfach da vorne rauswerfen. Aus dem Handgelenk müssen wir mal gucken. Bisschen weiter. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Bisschen weiter aufladen, kurz nach halb. Und dann gucken, was hier geht. Aber selbst, wenn ich hier meine 3, 4 Trophies abhake, dann ist das ja schon okay. Da geht's schon weiter. Erstmal so mit 10 Stück anfüttern.
Wir wollen ja auch nicht überfüttern das Ganze. Und dann können wir immer noch mal ein bisschen nachfüttern. Jetzt haben wir gerade Mittagszeit, wahrscheinlich ganz klassisch wieder ein bisschen Flaute. Also Morgenstunden, Abendstunden werden wahrscheinlich mehr Giebel oder mehr Bisse reingehen. Und letzten Endes heißt es hier natürlich dann auch immer wieder noch ein bisschen testen und probieren, ne? Also so wie ich das jetzt auch hier gerade habe, einmal Vorfachsstärke, Vorfachsmaterial ändern, Hakengrößen durchaus mal ändern. Genau, Untergrundfarben, da muss man sich vielleicht doch schon so ein bisschen anpassen. Und vielleicht auch durchaus hier mal mit den Ködern ändern. Vielleicht auch mal in Richtung Pop-Up gehen, vielleicht auf Pop-Up Kokossahne mit Mais. Kann man vielleicht auch mal probieren, dass es dann vielleicht so ein bisschen angenehmer ist für die Giebel, wenn die dann nicht nur auf dem Grund unterwegs sind. Ja, so viel dazu. Gucken wir nochmal kurz rein, was bringt so ein Giebel in Trophy-Größe, wenn man sich jetzt hier den Kescher voll macht. Fischmarkt. Also, die bringen 12 bis 15. Das ist doch schon ganz angenehm. Kann man also machen in den paar Minuten jetzt hier 50 Silber. Also, tipptopp. Keine 10 Minuten, 50 Silber. Das können wir schön ausweiten. Petri Lümmels zieht raus die Brocken. Dankeschön nochmal fürs Posten des Beitrags. Ich hoffe jetzt hier noch ein bisschen auf meine Super Trophy, die ich dann freilassen kann fürs Achievement. Und dann, jawohl, sieht auch wieder gut aus. Dann lübt das Ganze. Schön hier Trophies jagen. Weiter geht's mit den Giebels. Petri, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.